Frühlingsbeginn in meinem Wintergarten. Und was habe ich auf dem Dach? Eine Schneeschicht. Jetzt gehe ich mal Vögel füttern, wie ich jeden Morgen. Nehme ich euch mit. So sieht der Teich aus, zugefroren mit Schnee. Die Fetthenne. Auch ein bisschen Puderzucker. Ein viel ist es nicht. Aber es ist eben weiß. Regentonne. Jetzt kommt das Vogelfutter kurz ins Bild. Ich will nur gucken, wie dick das Eis ist. Oh, ja. Dick genug. Und auch hier der ganze Garten schön gezuckert. Na, die Vögel. Ich habe gestern zwei neue Knollen rausgehängt, sind gefressen. Vogelhaus habe ich jetzt nachgeladen. Irgendwie ist es ja schön. Im Vogelhaus habe ich jetzt das Futter drin, da können die Vögel wieder kommen. Irgendwie ist das schön so gezuckert, aber mir wäre es ehrlich gesagt jetzt lieber, wenn der Frühling käme. Der ist aber tatsächlich für kommende Woche angekündigt. Und dann mal schauen, mein Buddha friert auch. Mal gucken, ob ich ihm eine Mütze bringe, haha. Und meine dicken Bohnen hier habe ich mit Luftpolsterfolie abgedeckt. Sonst hätte es ihnen wohl den Garaus gemacht. So, Schneelaterne da hinten. Ein Teich. Und jetzt gehe ich wieder rein, weil ich hier ist das Popo kalt, kann ich euch sagen. Ich schätze mal 5, 6 minus. Und das war's heute, glaube ich, im Garten. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ciao. Ich zeige euch mal was. Hier ist so ein altes Brett, sieht furchtbar aus. Und meine Katze ist ein bisschen schleckrig, wie man hier sagt. Und deshalb gebe ich das Restfutter immer hier unter das Brett. Das sieht man noch ein bisschen. Und dann kommt eine wunderschöne Tigerkatze, leider etwas vernachlässigt scheint sie mir, und holt sich das Futter. Meine gute Tat jeden Tag. Wir haben immer noch den gleichen Tag. Heute Morgen lag hier Schnee. Und heute, jetzt, möchte ich euch gerne zeigen, was da schon wieder aus der Erde kommt. Duftet nach Knoblauch und taucht hier bei mir wild auf. Wobei ich leider immer wieder hier gefährlich eine Herbstzeitlose drin habe. Ich habe die letztes Jahr zwar versucht zu entfernen, aber das ist fast nicht möglich. Muss man höllisch aufpassen, weil die sehr giftig sind. Aber wie gesagt, hier wächst der Bärlauch. Ich nehme euch jetzt gerade mal kurz mit. Und hier wächst er. Und hier gibt es auch keine Herbstzeitlose. Hier kommt er. Da, überall unterm Gartenhaus, schau da raus. Das ist überhaupt von ihm eine bevorzugte Stelle, das alte Gartenhaus. Da hat er irgendwie seinen Lieblingsplatz. Und ich freue mich natürlich, hier habe ich auch schon geerntet. Und gestern gab es Spaghetti mit Bärlauch. So, ihr seht, der Schnee ist weg.
und es scheint die Sonne. Die Leute sind alle draußen, freuen sich des Lebens. Auch die Tulpen und so weiter treiben fest aus. Und bald ist Frühling, das heißt, heute ist Frühling, denn wir haben Frühlingsanfang. In dieses Beet kommen dann die Tomaten übrigens. Muss ich mir noch überlegen, ob ich hier mit meinen bewährten Stäben schaffe oder ob ich eine Schnurrspange. Werden wir sehen. In diesem Sinne noch einen letzten Blick auf eine weitere Blüte. Hasel, der Korkenzieherhase blüht. Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende.